herzlich willkommen bei Jochen TV Kochshow. Jochen TV Kochshow oder Jürgen TV Kochshow? Ja, Entschuldigung, wenn ihr bei Insta, ich habe auch sehr Jürgen hingeschrieben. Ihr heißt jetzt Jürgen. Ich habe irgendwie. Auch wenn aussiehst wie ein Jürgen. Ja, nur die, mit Mütze oder? Der ganze Mensch sieht aus wie ein Jürgen. Okay, dann. Also wenn ich dich jetzt sehen würde, dann würde ich sagen, du heißt Jürgen. Jürgen, da kommen ein paar Typen. Bei Dings, wie heißt der? Stimmt langsam 4. Okay, wir sind bei der Jochen TV Kochshow, der besten schwäbischen Kochshow auf YouTube. Richtig, dankeschön. Nicht versalze so. Das wird sich noch rausstellen heute. Ja, bei uns gibt es heute, wir machen halt heute Salat. Ideal, finde ich, Wurstsalat. Salat ist ja, hast du ja letzte Woche, oder beim letzten Film war das, hast du ja an dem Glücksrad gedreht, deswegen machen wir heute einen Salat. Wurstsalat, wenn wir jetzt quasi gleich von raus, wenn wir jetzt quasi nochmal Salat treffen, dann machen wir nur Fleischsalat. Kommt halt aus Mayonnaise, nein. Okay. Nein, Spaß. Wir gucken, also ja. Wir machen heute Wurstsalat. Ich habe schon was vorbereitet und selbstgemachte Butter. Das schmeckt viel besser als gekaufte. Stichwort Wurstsalat. Kannst du dir vorstellen, dass es Menschen gibt oder Verkäufer gibt, die Wurstsalat nicht kennen und die das mit Fleischsalat verwechseln? Kannst du dir das vorstellen? Nein. Habe ich erst am Wochenende erlebt. Aber wo? Wo du einkaufen warst. Genau, da war ich einkaufen, das war in der Stadt, wo wir wohnen. Und da im Supermarkt wollte ich einen abgepackten Wurstsalat haben. Mhm. Aber der Verkäufer und andere Verkäufer, wo da drin gearbeitet haben, hätten nicht gewusst, was ein Wurstsalat ist. Also, du musst dann sagen, schwäbischer Wurstsalat. Das kam nur dazu, die haben Hochdeutsch gesagt, also war es keine Schwabe, also hat es auch nichts gebracht. Aber die hätten meiner Meinung nach ihren Beruf verfehlt, wenn sie, also das kennt doch jeder Mensch, einen Wurstsalat. Ich habe auch meinen Beruf gefehlt, weil ich jetzt Fremde bin. Nein, Spaß, Leute. Das stimmt. Dass ich Spaß jetzt mache. Nein. Also wir machen Wurstsalat selbst gemacht. Der Butterdeutsch ist ein Becher drin. Sahne. Und wir lassen das laufen, einmal so laufen lassen, bis das Butter da ist. Und dann Prise Salz, nein, du. Das ist so ein bisschen, und der frische Butter, finde ich teilweise besser, lecker, und wir haben ein Bauernbrot. Was für einen Wurstsalat machst du heute? Gibt es ja verschiedene, schwäbisch, Schweizer, ungarisch. Wir machen Mischmasch. Einmal schwäbisch dazu, einmal Schweizer und einmal ungarische Wurstsalat mit Paprika. Nein, einfach Jochen TV Kochshow Wurstsalat. Lecker, fein und schmackhaft. Wir lassen erst laufen. Machen quasi weiter. Mein Wurstsalat Dressing kommt das Gurke vorne. Das ist das Wichtigste. Kommen auch teilweise selber mal, dass ich 80% Essig, nur ein bisschen mit Wasser und dann die Gurke einlege. Und frische Wurstsalat finde ich einfach geil, oder? Das stimmt, vor allem jetzt im Sommer. Wenn es warm ist, ist es ein erfrischendes Gericht. Also hier muss man nochmal Kalender umgehen. Es ist teilweise nicht mehr Sommer. Meteorologisch nicht mehr, aber kalendarisch geht's noch ein paar, mindestens eine Woche noch. Also kann man schon teilweise sagen, wir haben Sommer. Aber es ist ja trotzdem ein sommerliches Gericht. Kannst du ja auch im August essen oder im Juni. Schade, August, Juli. Juli, August sind wir leider vorbei. Jetzt sind wir schon, also wir sind aber September. Jetzt wurde mich daran erinnert, aber es kommt ja jedes Jahr, kommen die Monate ja aufs Neue. Fängt ja immer von vorne an. Ja, schon klar. Also. Du hast auch nicht. Dann einfach Essen für den Sommer 2022. Wir machen jetzt schon mal, wir präsentieren 2022. Genau. Also ein bisschen Pfeffer, ein bisschen Salz.
Und wenn ihr Wurstsalat macht, bitte nicht anmachen und dann servieren. Der braucht ca. 3 bis 4 Stunden, dass er richtig mariniert ist. Ich tue ein wenig Senf, normaler mittelscharfer Senf. So Messerspitze. Und jetzt kommt normaler Essig. Und dann tun wir ein bisschen voll rühren. Und ich tue immer ein bisschen rum, dass der Schee eingelegt ist, ein bisschen Wasser rein. Gut. Und dann einfach die Wurst schneiden. Ich kenne Leberkäse nicht mehr, ich kenne Bierschenkel nicht mehr. Ich habe Bierschenkel, die sich euch überlassen. Ich muss keinen Leberkäse nicht mehr. Und schön schon was. Einfach Jagdwurst, in die Jagd gegangen. Schinkenwurst. Schinkenwurst, ja, kann man auch. Salami eher nicht, denke ich mal. Hast du schon mal Salami Wurstsalat drin gehabt? Nee. Also. Kann man Lione nehmen? Lione, das ist Paprika-Lione. Es ist hauptsächlich wichtig, dass es Grundbasis da ist. Ich habe schon mal was vorbereitet. Von gestern. Gestern Abend habe ich den Wurstsalat angemacht. Ich mache immer so einen Tag vorher, weil der richtig mariniert ist. Finde ich, also es ist wichtig. Und Essiggurke. Es gibt auch andere Essiggurken, habe ich auch erzählt, die sind eingelegt, ein bisschen mit Honig. Okay. Ja. Aber man muss da jetzt Essiggurken nehmen, Salatgurken oder so geht nicht. Nein. Oder andere Gurken. Welche Gurken gibt es noch? Eine Seegurke, aber die kannst du nicht essen. Ich hab noch Gurke, der steht hinter der Kamera, den kann man auch nicht essen. Naja, seht ihr Leute, wie der Koch mich heute mobbt? Nee, das ist nicht Mobbing. Du hast mir auch aufgemacht, bist du gemobbt? Naja, das ist ein anderes Thema. Was ist jetzt da anders, wenn jemand. Jetzt konzentrier dich auf deinen Wurstsalat. Oder passiert was, ja? Genau, sonst kommt da zu viel Salz rein. Salz oder? Haben wir ja schon gewürzt. Oder keine Ahnung, passiert was anderes. Du schneidest dich. Und dann mache ich so Fächer für Deko. So Krage. Salatkrage. Andere tut hobeln, also ihr müsst nicht so schneiden, wie ihr möchtet. Also Gottes Wille, will ich euch überlassen. Aber wie ihr schneidet, Leute, das ist einfach Profi. Das ist ganz wichtig. Keine runde Sache. Wenn es rund ist, kann ich mich schneiden. Wenn es so ein bisschen gerade ist, kann ich schnell schneiden. Und so gerade machen. Habe ich hier Paprika. Könnt ihr auch reinschneiden, ja? Aber ich finde es echt ein guter Geschmack und es harmoniert auch. Was ist so dein Lieblingswurstsalat? Oh, mit Käse. Aber du magst ja keine Zwiebel. Nee. Warum eigentlich? Ich mag keine rohe Zwiebel, wenn ich da drauf beiß. Und ich sage mal noch so, wenn ich so unterwegs bin und ich beispielsweise Wurstsalat und viele Zwiebeln, hallo,
und der fliegt der Ohnmacht. Da bist du eher alleine unterwegs als wie jemand anders. Okay, also bei mir müsstet auf jeden Fall Zwiebeln und Wurstsalat rein. Dann bist du halt allein unterwegs. Habe ich kein Problem damit. Und mein, falls du auch wissen willst, was mein Lieblingswurstsalat ist, Schweizer Wurstsalat, auch wenn ich das Land da schon meine Erfahrungen gemacht habe. Aber Wurstsalat können sie gut. Muss mal meinen probieren. Bin gespannt. Ja. So, da tun wir quasi noch Prise Zucker noch wegen die Säure. Ja? So 4 bis 5 Gramm. Dass das ein bisschen so ein runder Geschmack da ist. Ein bisschen Salz rein. Gut, bis dann. Tut mir echt leid, ich habe kein Schädel so ein bisschen Deko gefunden. Ich war einkaufen, die in Köln Schnittlauch gehabt. Und woanders wollte ich nehme ich rein, weil mir einfach keine Zeit gehabt hin. Die Krage. Und dann einfach hoch nehmen und dann einfach rote Zwiebeln. Ich denke immer die Ruhe nehmen beim Salat, weil einfach die Süße ist da. Das ist das Wichtigste. So, unsere selbstgemachte Butter ist mir soweit. Selbstgemachte Butter, ein bisschen mit Salz. Finde ich lecker. Sieht nicht mehr, dass die Molke weg ist und dann fertig. So. Selbstgemachte Butter, das ist mein Vorschlag. Ich weiß, da fährt Schnittlauch oder Petersilie, ein bisschen was Grünes. Aber muss man nicht immer. Aber sieht trotzdem gut aus. Unser schwäbischer Jochen TV Kochshow Wurstsalat. Schwäbisch-ungarisch-schweizerischer Wurstsalat. Ja, schwäbischer, haben wir da schwarze Wurst. Könnt ihr drauf tun, er mag das nicht so. Jeder muss das dann selber ein bisschen drauf tun. Wunderbar, vielen Dank. Bei Jochen TV Kochshow, der besten schwäbischen Kochshow auf YouTube, und vergesst nicht diesen Kanal und das Video zu liken, teilen und zu abonnieren. Und mir tut was jetzt neue Glücksradträge. Was kocht der Jochen nächstes? Genau. Dessert, wow. Überbacken. Überbacken. Und gefüllt. Genau gefühlt. Das stimmt, ordentlich gefühlt. Also okay, wir drehen 2, 3, 4. Und? Joker. Wow, Joker. Also Leute, Joker. Überraschung. Überraschung. Bei euch und für mich genauso. Seid gespannt, und da heißt auf jeden Fall, nächste Video reinschalten. Oh ja. Und jetzt müssen die Zuschauer abschalten. Abschalten. Dankeschön.